Tusen Tag und Grüezi miteinander. Herzlich willkommen live auf 97 HD zum zweiten Rennen von Brünn in Tschechien. Ja, der Beißler hat ja vorhin im 15 Uhr Rennen den Sieg eingefahren, den sechsten für ihn. Baut die WM-Führung aus, aber im zweiten Rennen startet er wieder von Platz 8, wird er auch wieder richtig Gewicht bekommen. Und ich denke, der Beißler, der wird schwer haben. Aber wir haben gesehen, die Reifen, die sind der Schlüssel hier zum Erfolg und die waren zum Schluss im ersten Rennen doch sehr schwierig beim Beißler. Wenn er im zweiten Rennen da nicht vorne ist, dann wird er Probleme bekommen und das werden wir mal sehen. Wir gehen jetzt einfach in das Rennen rein. Sehen da zwei Seats, dann ein BMW und dann wieder ein Seat, BMW, ja, der Beißler auf 8. Was machen die Reifen? Hat jetzt einen neuen Satz Reifen bekommen. Kann er den durchhauen wieder bis zum Ende auf seiner Lieblingsstrecke? Wir gehen wie immer die Startaufstellung durch. Rob Huff im Chevrolet war derjenige, der sich wohl gedreht hat, auch Larini. Und stehender Start. Wir wissen, das ist nach dem Qualifying die zweite Schwäche von Michael Beißler. Ein stehender Start. Das muss jetzt zur Stärke werden, aber das hat der Beißler wieder nicht hingekriegt, wird wieder von einem kassiert, aber da geht's hart zur Sache. Da bremsen einige. Oi, oi, oi. Oi, 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 der Rennstart wird abgebrochen. Der Rennstart wird abgebrochen. Der Rennstart wird abgebrochen. Und wir starten noch einmal neu. Das tut mir leid, dass ich das gemacht habe. Mache ich eigentlich ungern, aber das ist wirklich ein bisschen doof. So. Zweiter Start in Brünn. Also der Rennstart wurde abgebrochen. Das wird jetzt einigen YouTube-Usern wieder nicht gefallen, dass ich das gemacht habe. Und im zweiten Rennen bin ich ein bisschen vorsichtiger. Tag bitter, oder bretter ich fast ein Riedel drauf. Oi, oi, oi. Oh, jetzt wird es erst recht den User nicht gefallen, dass ich das getan habe mit dem Neustart. Aber das wäre echt elends bitter geworden, bis ich da dran gekommen wäre. Und bis ich dann, da hätte ich mich so geärgert, da wäre ich wahrscheinlich hier in jeder Kurve hier rausgeflogen. Und da fliegt der Beißler jetzt raus. Damit machen wir diesen Neustart quasi wieder gut. Hoffe ich doch. Beißler hat jetzt eine Aufhängung. Schaden gibt am Fahrfuß einer mit. Turbulentes zweites Rennen für den Beißler. Ein Neustart und jetzt muss der Beißler hier erstmal den Rhythmus finden mit angebrochener Aufhängung. Und wir wissen, dass der Beißler auch ein Reifenproblem bekommen könnte am Ende vom Rennen. Die Gegner wissen aber auch, wenn der Beißler erstmal vorne ist, dann wird er nicht zu schlagen sein. In Brünn und deswegen will der Ivan Muller blockiert hier ganz gut und der Fahrfuß muss da auch den Ausweg nehmen. Rad an Rad Kontakt. Muss er wieder den Beißler ziehen lassen. Ah, wieder die Berührung. Aber es geht diesmal gut und jetzt muss er den Beißler ziehen lassen. Da hat Fahrfuß Plätze verloren, hinten ist im Kampf. Jetzt sind wir so langsam im Rennen angekommen. Es geht schon wieder heiß zur Sache in der ersten Runde, aber der Ivan Muller, wo ist der Ivan Muller? Jetzt ist der Rordi Chenet die nächste Speerspitze. Der will ja nochmal rankommen an den Titelkampf, aber der wird auf dem Beißler ordentlich verlieren. Wir wissen, dass der Spanier auch mal nicht zimperlich ist. In San Marino hat er mich ja auch mal torpediert. Ich bin zwar auch nicht ein Kind von Traurigkeit, was das anbelangt, aber auch die Gegner nicht ab und zu. Beißler führt. Hartes Rennen vom Beißler.
Da ist wieder der Alfa Romeo von Anderson, der wird dann Audi in der Gesamtwertung abfangen. Tja, Beißler will sich jetzt absetzen nach den ganzen Querelen am Anfang. Also ein komischer Rennverlauf, wird sehr in die Karten spielen, dieser Rennverlauf in Sachen Markenweltmeisterschaft. Macht hier der jetzt gibt es hier noch eine schöne Kollision. Nein, Gott sei Dank nicht. Oh, der Beißler kommt raus, steckt im Kiesbett, steckt er, da kommt er nicht raus. Oh je. Da wird er noch torpediert, ist bis auf die 11 zurückgefallen. Jetzt nimmt das Rennen trotz des Neustarts von gerade eben doch jetzt dann mal wieder vernünftige Züge an. Der Beißler muss nämlich jetzt kämpfen. Damit ist in Führung liegend, hat der Beißler ein Problem. Das ist der Aufhängungsschaden. Und wenn er dann noch zum Reifenproblem kommt, das wird noch eng. Da muss er aufpassen, die Gegner, die torpedieren ja auch. Oh je, der Beißler. Oh Mann, das wird echt ein Katastrophenrennen jetzt im zweiten Lauf. Der hat völlig den Rhythmus verloren. Er muss jetzt alles geben, der Beißler. Will der noch in die Punkte? Der Michael Beißler, der gibt jetzt hier alles, um die Gegner noch abzufangen. Da will er alles geben, das ist Platz 10, also es ist noch nichts verloren. Franz Engstler, der uns da vorne dran kommt, deutsches Duell, Engstler, Beißler, Müller. Und jetzt wird der Beißler versuchen, ihn zu kriegen. Sich damit auf die 9 vorzuschieben. Ah, mein Pedal verschiebt sich auch gleich, aber ich habe es auch abgefangen. Wie das Auto da vorne, da ist offensichtlich, hat sich da jemand gedreht, da drehen sich die Fahrzeuge. Der Beißler kommt ja wieder dran. Jetzt schon auf 8, jetzt schon auf 7 gleich. Da muss ich der Alpha gedreht haben vor uns. Denn der war auch recht da, dreht sich ein Seat. Und so ist der Beißler plötzlich doch wieder Vierter. Das Markenkollegen Bitter. Das könnte Muller gewesen sein, der sich gedreht hat. Beißler jetzt schon wieder auf Platz 3. Also es geht hier rauf und runter. So ähnliches Rennen hatten wir in Lauf 1 damals in San Marino. Als da der Beißler auch zweimal von hinten musste ankommen. Und hier war es so ähnlich. Jetzt ist der Beißler dran. Nein, es war nicht Ivan Muller, dann war es Montero oder Riedel, einer der WM-Kandidaten, der da weggedreht ist. Muller wird es freuen, der kommt in der WM dran. Der Beißler auch. Mit einem Move hier setzt er sich gegen den Franzosen durch zunächst mal. Was für ein krasses Rennen hier. Der Beißler, der kämpft hier. Das sind echt spektakuläre Rennen. Ja, gucken, ob der Beißler es jetzt hat. Er ist schon wieder Erster, nachdem er gerade eben noch 13. war vor einer Runde. Also es ist ganz schnell. Aber da haben sich zwei Autos gedreht und das Feld hat sich zusammengestaut. So ist der Beißler in 0,nix wieder da gewesen. Aber kann er es durchhalten? Wir wissen, dass er gegen Rennende auch Reifenprobleme kriegt. Und der Abstand ist nicht so groß wie im ersten Rennen. Also da wird es für die Verfolger doch etwas schwieriger. Jetzt etwas leichter für die Verfolger, den Beißler noch in Druck zu bekommen.
weiß, man muss jetzt auch alles versuchen, lange sich vorne einen Abstand herauszufahren. Das ist wichtig, falls die Reifenprobleme kommen gegen Rennende. So, in den letzten drei Runden haben wir das gehabt, im ersten Rennen beim Beißler. Sich ein bisschen absenzen, der Weltmeisterschaftsfavorit jetzt, kann man schon sagen. Wer so viele Doppelsiege holt, Beißler, wird hier ein Doppelsieg landen in Imola. Das ist dann schon der dritte in Folge. Das wird natürlich nicht minder Abnahme im Zusatzgewicht geben. Aber auch hier hat das kompensiert, der Beißler. Und müssen wir schauen, was dann als nächstes kommt. Ich weiß es nämlich. Könnte sein, dass Monza kommt. Dann wird es wieder eine Beißler-Show. Und dann gibt es vielleicht auch mal eine Strecke, wo der Beißler wieder verkackt. Aber dann fährt er sich hier ja schon heraus, um was es geht. Da ist der Beißler jetzt, aber die Seats, die reißen nicht ab. Die wissen, wenn der Beißler hier Probleme kriegt. Sie wissen, was im ersten Rennen war bei Beißler, dass es da wohl offensichtlich Aufhängungs- und Reifenprobleme gab. Und dann wissen sie, der Beißler hat eine Chance. Wir haben eine Chance, das Rennen zu gewinnen. Es ist Ivan Muller, der dem Beißler dann ansatzweise folgen kann, der seine Chance nimmt. Da dreht sich wieder jemand. Wir kommen jetzt in die kritische Rundenmarke von Michael Beißler. Beißler versucht jetzt so langsam den Rhythmus wieder ins Rennen zu finden. Ich glaube auch, dass ihm das gelingt. Aber hinten fangen schon die ersten Reifenprobleme an bei Beißlers Fahrstil. Und das wissen wir, dass das auf so einer Strecke gefährlich sein kann. Wieder gelbe Flagge in Sektor 1. Damit hat der Beißler nichts zu tun. Denn der führt das Rennen an. Ja, aber da ist was am Reifen. Der Reifen schiebt. Leichtes Übersteuern wieder. Der Beißler kann nicht so gut wegziehen, wie das noch in Rennen 1 der Fall war. Er ist brutal weggezogen ist zur Rennmitte. Ist das doch hier ein Rennen 2 doch eher ein kämpferisches Rennen für den Beißler. Er muss den Sieg sich erkämpfen. Wer dann jetzt schon der siebte Sieg, genauso viele Siege wie Schumacher Weltmeistertitel hat. Gejagt wird der Beißler von einem Seat nur noch, der sich da hinten absetzt, und ich denke, das wird für den Beißler nicht unter minderwertig schwierig werden. Aber der Beißler jetzt seine Chance habe, doch in der letzten Runde noch was zu bewegen. Der
Ivan Muller ist derjenige, der jetzt beißt, denn der weiß, der Beißler doch schon Probleme hat vorne und versucht jetzt hier beim Tschechien Grand Prix zu gewinnen. Es ist aber Rode Chené mittlerweile nicht mehr dabei. Oh, da dreht sich der Eitag Bitter weg. Oder okay, ja. Also doch jetzt hier erste Kurve. Beißler ist da gut vorbeigekommen. Und da hat natürlich der Seat hinten jetzt verloren bei dieser Aktion. Für Beißler ist das super. Montero weg. Haff nach hinten durchgereicht. Da hat der Beißler jetzt Reifenprobleme. Chené ist wieder dran. Oh, da ist glaube ich auch das Ding locker. Muss ich mich nachher darum kümmern. Ich glaube, mein Lenkrad ist nicht mehr richtig befestigt. Sollte aber nachher, das werde ich nachher wieder befestigen, richtig, wenn das Rennen rum ist. Wir sollten jetzt doch problemfrei. Aber jetzt kommen die Gegner im Beißler nicht nur Lenkradprobleme, sondern auch Reifen- und Aufhängungsprobleme in diesem Rennen. Und das muss man analysieren, woran es liegt. Dass gegen Ende von diesen Rennen in Brünn einfach die Reifen abschwachen. Es gibt auch eine Runde, aber die Verfolger sind dran. Oh, jetzt habe ich da arg aufs Lenkrad geschaut. Das ist natürlich nicht gut. Jetzt macht der Beißler ja totale Fehler, kommt jetzt richtig in Bedrängnis. Das ist noch nicht durch, da gibt es noch eine Chance für die Gegner. Das ist Chené und da kommt auch schon ein weiterer jetzt angefahren. Also doch noch der Kampf und die Chance um den Rennsieg. Das sieht aus wie ein BMW. Also da ist Fahrfuß dann derjenige, der noch eine Chance hat. Oh, Beißler schlittert. So, letzte Runde und das gibt nochmal ein Fight um den Sieg. Das ist nicht sicher für den Beißler, der Sieg. Jetzt muss er alles geben. Michael Beißler, jetzt kommt es drauf an in der letzten Runde. Michael Beißler, wir sind richtig in dem Rennen drin. Nächsten Dienstag gibt es das nächste Rennen. Da dreht sich einer weg. Ist das die Chance für einen Beißler? Also viele Dreher und Ausritter haben wir in dem Rennen gesehen. Auch vom Beißler. Da sehen wir nämlich jetzt der nächste. Vom Beißler steckt im Reifenstapel. Das Rennen ist verloren. In der letzten Runde verliert der Beißler das Rennen. Das war so klar. Und da muss er sich jetzt mit Platz 3 begnügen. Das war so klar. Am Ende die Reifen geben nichts mehr her. Man sieht, er schlittert nur noch herum. Was kann er noch schaffen? Der Rennsieg ist futsch. Oh je, er muss jetzt den dritten Platz ins Ziel bekommen. Der dreht sich. Oh nein. Oh nein, ist das eine Scheiße, Mensch! Oh Mann, scheiß Karre, geh jetzt aus dem Kiesbett raus! Das ist eine fucking Scheiße! Oh, das Lenkrad, das kracht ab! Das Rennen ist gelaufen, mein Lenkrad ist aus der Verankerung gefallen! Aus für einen Beißler! So eine Scheiße, Mensch! Fucking Schande! Das Lenkrad ist aus meiner Verankerung gefallen. Andy Prio gewinnt das Chaos-Rennen. Chené zweiter, Muller dritter, Bitter, Jörg Müller, Thielemans, Fahrfuß und Riedel. Beißler mit Aufhängungsschaden und aus der Verankerung fallende Lenkrad am Schreibtisch ausgefallen. So ein Scheißmensch.
Jetzt kann ich erstmal das fucking Lenkrad wieder dran machen. Ah, das kotzt mich an. Ich konnte nicht mal mehr lenken. Es war nicht mehr möglich jetzt. So ein Rennen und das ist echt ein Scheiß. Zeit für die Ausdrücke, aber es muss manchmal sein. Ein Sieg hat der Beißler geholt. Bleibt bei 6 Siegen. Und hat zwar noch volles Gewicht, weil er WM-Führender ist. Beißler jetzt mit 68, 46, 45, 42. Die Seat-Verfolger. Ja. Sind immer noch 18 Punkte Vorsprung von Beißler auf Ivan Muller, aber hätten auch mehr sein können, wenn nicht dieses unglückliche Missgeschick in der letzten Runde passiert. Wir haben angefangen von dem Abflug in der Schikane und dann habe schon die Runden vorher gemerkt, dass das Lenkrad wackelt und es ist aus der Verankerung gefallen. Ich muss es jetzt erstmal wieder dran schrauben gleich. Ja, den Rest sehen wir hier. 184 zu 166 BMW übernimmt durch das gute Mannschaftsergebnis in Brünn die Führung. Chevrolet wird Dritter bleiben, Audi vor Alfa Romeo. Ja, das dürfte wieder eine Strecke sein, die mir gut liegt. Das Autodromo Nationale di Monza, der königliche Park von Monza, ist der Beginn der zweiten Saisonhälfte. Rennen 6 von 10. Das wir dann nächsten Dienstag sehen werden. Wieder um 12 Uhr das Qualifying, um 15 Uhr Rennen 1 und um 18 Uhr Rennen 2. Wenn der Beißler mit wieder angeschraubtem Lenkrad und neuer Frische es wieder versucht, um Siege und Punkte zu kämpfen. Ich entschuldige mich an dieser Stelle wieder für die Ausdrücke, die da gefallen sind zum Rennende. Aber ich bin emotional dabei und sowas regt mich auf, habe das Rennen super geführt. Dann Reifenprobleme, dann Abflug, dann fliegt das Lenkrad ab. Also da kommt dann wirklich alles zusammen. Jeder Profi-Rennfahrer kennt das oder jeder Let's Player, der Rennspiele spielt, kennt das. Ich freue mich jetzt schon auf meine zweite absolute Lieblingsstrecke Monza und verabschiede mich mit dieser Streckenvorschau. Und wir hören uns nächsten Dienstag wieder ab 12 Uhr mit dem Qualifying 15 Uhr Rennen und 18 Uhr Rennen 2. Muss mich erstmal beruhigen. Bis dahin wünsche euch was. Keep racing, euer Bundesbeißler.